Freut mich, dass so zahlreiches Interesse hier an unserem Vortrag besteht. Sie sehen es am Titel, Katar bringt die MTU zum Fliegen. Wir haben es extra ein Experiment genannt. Also was wir die nächsten 20 Minuten tun werden, ist ein bisschen in dieses Reagenzglas reinschauen. Dann gucken, da brodelt es, da tut sich was, da explodieren manche Dinge sind noch eher ruhig. Und davon wollen wir ein bisschen berichten, einen kleinen Eindruck davon vermitteln, was wir gerade tun bei der MTU. Wenn ich sage MTU, was wir tun, das sehen Sie hinter mir, das Bild ist immer sehr inspirierend. Mein Neffe meinte, cool, Transformers. Nee, leider nicht. Nee, wir machen Triebwerke, also Flugzeugtriebwerke. Wir sind dort Systemlieferant und wenn ich sage wir, dann sind das 10.000 Triebwerksexperten am Standort München, Hannover und Berlin in Deutschland, weltweit an 14 Standorten tätig. Und wie gesagt, wir sind Systemlieferant, befassen uns mit Entwicklung, Fertigung, Montage und Instandhaltung von Triebwerken. Jetzt ist natürlich für Sie interessant, wen sehen Sie heute hier vor sich? Ja, hier vorne in der ersten Reihe kommt gleich noch mein Kollege Benjamin Großkurt, Leiter des Fertigungsbereichs Bürstendichtung mit 40 Mitarbeitern und derzeit sehr aktiver Cutter-Coach. Und mein Name ist Sebastian Benz, ich bin Projektmanager im Center Fertigung und begleite dort die Einführung und die Entwicklung der Cutter zusammen mit Benjamin und auch mit Unterstützung von Ralf Winkler, der regelmäßig bei uns, regelmäßig bei uns ist. Gut, dann steigen wir doch direkt ein. Einen kurzen Hinweis noch, wenn ich sage wir und Center Fertigung, dann sind das 1200 Mitarbeiter, da sind wir gerade unterwegs. Die allererste Frage, die uns immer beschäftigt hat und die Sie mit Sicherheit auch beschäftigt, ist, warum wollen wir eigentlich diesen Weg gehen? Warum Katar? Warum denn dieser Riesenaufwand? Warum wollen wir den betreiben? Und für uns die Antwort kam eigentlich aus der Weiterentwicklung des Shopfloor-Managements. Wir haben uns Shopfloor-Management angeguckt und haben gesehen, wir sind da schon gut. Wir machen das schon lange, wir machen das 4 Jahre, 5 Jahre. Das Problem an der Sache ist, Shopfloor-Management funktioniert nur reaktiv. Das ist der Blick nach hinten. Ein reaktives Tool. Und was wir. Geht's? Okay. Ein reaktives Tool. Und was wir brauchen, um unsere große Vision zu erreichen, nämlich die Vision der operativen Exzellenz, ist irgendein Werkzeug, irgendeine Methode, eine Kultur, die nach vorne gerichtet ist, die vorwärtsgerichtete Verbesserung erlaubt. Und dieses Tool haben wir in der Katar gefunden und unsere Vision haben wir im allerersten Schritt, ich habe Ihnen 2 Arbeitsstände mitgebracht, wenn Sie mal nach links gucken, im allerersten Schritt versucht zu übersetzen, denn operative Exzellenz, das ist irgendwie ein sperriger Begriff, was macht man jetzt damit? Und für unser Center, für die Produktion haben wir gesagt, wenn alle unsere Fertigungsprozesse und unsere Prozesse im indirekten Bereich störungsfrei wären, dann wären wir eigentlich relativ nah dran an dieser operativen Exzellenz. Und das ist schon schwer genug. Und diese operative Exzellenz und diese Störungsfreiheit, die sich für uns daraus ergibt, die haben wir in ein Leitbild gegossen. Das sehen Sie hier links. Wir haben gesagt, wir müssen an unseren Prozessen arbeiten und an den Prozessen zu arbeiten. Wir haben gesagt, wir haben gute Prozesse, wir brauchen aber noch bessere. Dafür braucht es einfach ein Werkzeug, das die Kreativität, das Know-how unserer Mitarbeiter mit auf die Straße bringt, dass wir diese PS mitnehmen. Denn was wir sonst immer tun, der klassische Weg, wir gehen zu unseren Experten. Die haben wir natürlich auch an der MTU, unsere Lean-Experten. Oder wir holen uns einen Berater von außerhalb. Die Zeit und die Kapazität, die der hat, sind natürlich extrem begrenzt. Die Kapazität und die Zeit, die wir als 1200 Mitarbeiter im TF haben, die ist vielleicht gar nicht so begrenzt. Wir schaffen es ohne diese Methode gar nicht, das auf die Straßen zu bringen. Und das ist der eine große Nordstern, diese Störungsfreiheit. Alle operative Tätigkeit ist im ersten Schritt daran ausgerichtet. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wir haben auch gemerkt, und das sehen Sie auf dem rechten Bild, wir brauchen einen zweiten Nordstern, nämlich einer, der sich um die Kultur kümmert. Wenn wir die Katar einführen, dann haben wir uns irgendwann Gedanken gemacht, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen eigentlich einen Kulturwandel. Wir haben 1200 Mitarbeiter im Center und was für ein Potenzial wäre das eigentlich, wenn wir 1200 Verbesserer im Center hätten? Also Leute, die sich jeden Tag ein kleines bisschen mit Verbesserungen auseinandersetzen. Und wir haben auch hierfür uns an der Katar orientiert und diesen Kulturwandel versucht, in den ersten Schritten messbar zu machen. Was würde das denn bedeuten? Wir haben eine Herausforderung definiert, wir haben den heutigen Ist-Zustand definiert und haben gesagt, in 28 Teams sind wir gerade unterwegs. Als nächsten Zielzustand wäre es doch gut,
wenn wir alle den ganzen ersten Führungskreis mal mit dieser Methode in Berührung bringen können, um dort Erfahrung zu sammeln. Das haben wir eben im Vortrag auch gehört. Und wir können das nicht einfach vorgeben, sondern die Leute müssen das erfahren, um zu wissen, was die Katte eigentlich ist. Jetzt sehen Sie oben 1200 Mitarbeiter, die als Verbesserer fungieren sollen. Da ist natürlich die Frage, ja, wo kommen die denn jetzt her? Nur weil wir diese Methode einführen, das reicht vielleicht noch nicht ganz. Und für uns die Antwort steht ganz oben. Hervorragende Coaches sind hier der Schlüssel. Also ohne gute und gut ausgebildete Coaches werden wir es nie schaffen, 1200 Mitarbeiter als Verbesserer zu aktivieren. Und gute Coaches, wo kommen die jetzt her? Und wir haben für uns einen Weg definiert und zwei Phasen für diesen Weg aufgesetzt. Und wir haben gesagt, jeder Teamleiter soll am Ende als Coach agieren, jeder Manager. Das kann aber nur dann, wenn er selber mal als Verbesserer tätig war. Deswegen diese allererste Phase. Ne? Ja, der Teamleiter soll als Verbesserer auf seiner Ebene, auf Wertstromebene agieren, wird gecoacht durch seinen Abteilungsleiter. Und weil das Ganze auch ein Prozess ist, wo es um Mitarbeiterentwicklung geht, übernimmt das Second Coaching an dieser allerersten Stelle die Personalentwicklung. Ja, auch unser Lean-Team, aber auch interessanterweise die Personalentwicklung. Und das ist ein Schritt, der war vielleicht ungewöhnlich, weil wir sagen, Kata, das kommt aus dem Lean-Bereich. Aber weil die Mitarbeiterentwicklung auch im Fokus steht, haben wir gesagt, auch die Personalentwicklung soll hier teilhaben. Wenn wir diesen ersten Schritt getan haben, dann gehen wir in der Hierarchie eins weiter runter. Wir bewegen uns auf den Shopfloor und dort fungiert dann der Teamleiter, wie gesagt, als Coach und coacht einen Mitarbeiter. Und das Second Coaching, den Input, übernimmt hier der Abteilungsleiter an der Stelle. Wie gesagt, das zum groben Ablauf. Was wir gesehen haben, das sind viele, viele schöne Entwicklungen. Wir haben viele tolle Erkenntnisse gewonnen, viele tolle Experimente durchgeführt, viele Verbesserungen angestoßen. Also sei es, was Vorrichtungsthemen angeht, sei es, was Layouts angeht für Rüstarbeitsplätze, für Werkzeugeinstellarbeitsplätze, für Arbeitssicherheit, Ergonomie und was nicht alles. Und was wir immer gesehen haben, es macht eigentlich Spaß. Deswegen das Bild hier vom Markus Klemm, Teamleiter in der Fertigung. Oh, der hat richtig Spaß dabei, ne? Wenn man einmal losgelegt hat und merkt, oh, das bringt was, dann ist das eigentlich eine coole Sache. Und das hat uns sehr motiviert und gefreut. Nichtsdestotrotz, wir betreiben das jetzt seit, sagen wir mal, einem Jahr, anderthalb Jahren. Und irgendwann haben wir uns überlegt, ganz am Anfang hatten wir definiert einen Ist- und einen Zielzustand. Wo stehen wir denn eigentlich heute? Das haben wir irgendwie aus dem Fokus verloren. Und was wir deshalb getan haben, um hier Klarheit zu bekommen, ist ein Architekturtag. Und wir haben uns mit der Architektur unserer Kata-Organisation auseinandergesetzt. Wir haben geguckt, wo stehen wir denn eigentlich heute? Und wir hatten auch wichtige Teilnehmer. Ne? Das waren nicht die paar Lean-Experten, sondern Teilnehmer waren wirklich der Centerleiter, es waren Abteilungsleiter, es waren Teamleiter dabei und natürlich auch Kata-Experten. Und wir haben uns einen Tag lang eingeschlossen und haben geguckt, wo stehen wir eigentlich heute? Und das haben wir eigentlich ganz hemdsärmlich gemacht. Ne? Wir haben ein Organigramm an die Wand geklebt und mal geguckt, wer coacht eigentlich heute? Wo sind eigentlich unsere Second Coaches verteilt über die Organisation? Wie ist eigentlich die Frequenz? Und als wir das getan haben, haben wir gesagt, ja, wie ist eigentlich die Qualität? Ja, führen wir diese PDCA-Zyklen eigentlich so durch, wie wir das am Anfang gedacht haben? Oder ist das irgendein Wildwuchs geworden? Und hier mal Klarheit zu bekommen, war sehr, sehr hilfreich. Was wir auch gesehen haben, es bedarf hier einfach neuer Kennzahlen. Also wir hatten keine Kennzahl, die irgendwas über eine Coaching-Quote aussagt. Wir hatten noch nicht mal ein vernünftiges Ziel am Anfang. Wie viele Zielzustände wollen wir überhaupt im Jahr bearbeiten? Das war ein sehr, sehr wichtiger Lernschritt an dieser Stelle. Und deswegen steht hier unten auch kurzfristiger Erfolg oder nachhaltiger Kulturwandel. Das war eine wichtige Frage. Ist das jetzt die Methode, die uns geholfen hat, neue Sachen zu finden, neue Wege zu finden, Prozesse zu verbessern? Oder sind es vielleicht einfach nur diese low-hanging fruits, wie man so schön sagt? Es ist einfach, weil wir jetzt halt mal reingeguckt haben. Und um hier auch eine Nachhaltigkeit reinzubringen und um das ganze Thema Kata auch nachhaltig zu machen, haben wir aus diesem Ist-Zustand, den wir betrachtet haben, einen Soll-Zustand entwickelt. Wir haben gesagt, wo wollen wir denn zum Beispiel 2020 stehen? Und das Wichtige an der Sache war, wir haben nicht reine Kennzahlen beschrieben. Wir haben nicht gesagt, dann müssen wir jetzt eben diese Coaching-Frequenz irgendwie erhöhen. Und es wäre auch schön, wenn jeder jeden Tag ein bisschen was tut. Das war zwar ein Schritt, aber das Wichtige war, ein System zu beschreiben. Ja, wie muss denn dann die Organisation aussehen? An welcher Stelle braucht es denn da noch Support? Wo müssen wir einen Input generieren? Wo müssen wir eventuell auch einfach nochmal nachschulen?
was wir in der Ist-Analyse gesehen hatten, wir haben teilweise Teamleiter, Führungskräfte in der Kata-Methode geschult und bevor die losgerannt sind in dieser Methode, ist dann ein Jahr vergangen. Da haben wir gesagt, das ist ja hochinteressant, ne? Wie konnte das denn eigentlich passieren? Das war gar nicht der Plan am Anfang. Und damit das nicht mehr passiert, haben wir so ein Bild aufgesetzt und gesagt, naja, von unserem Centerleiter bis zu den Teamleitern herunter, wo wollen wir da in 2 oder 3 Jahren stehen? Ja. Das heißt, wie hoch sollte diese Coaching-Frequenz aussehen? Und natürlich soll auch ein Abteilungsleiter und ein Centerleiter einen eigenen Zielzustand bearbeiten. Das mag jetzt klar sein, wenn man rein aus der Theorie kommt. Aber für uns war das so ein sehr wichtiger Schritt, das auch mal festzuhalten, ne, und sagen, nee, hier, genau hier wollen wir hin. Und wie Sie sehen, das sind noch viele, viele andere Kärtchen entstanden auf diesem Weg. Ja. Denn es gibt viele Rahmenbedingungen, an die denkt man am Anfang auch gar nicht. Ja. Ich brauche Zeit dafür, ich brauche Zeit zum Führen. Ne. Wir haben eine Shopfloor-Management-Kaskade, wollen wir jetzt gleichzeitig eine Kata-Kaskade aufbauen? Wie verbinden wir das Ganze eigentlich? Ja, wie wollen wir dieses Problem lösen? Und wie gesagt, das Ganze ist noch ein Experiment. Wir sind ja noch im Tun und wir haben noch nicht für jedes Hindernis eine Lösung gefunden an der Stelle. Aber wir arbeiten dran. Und ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ist der dritte Punkt, den Sie unten sehen, eine gemeinsame Herausforderung. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben Kulturwandel und Störungsfreiheit für uns definiert, sehen aber jetzt bei der Frage, wo kommen denn meine nächsten Zielzustände her, aus welcher Herausforderung, wo ist denn da die logische Verknüpfung? Da hat uns irgendwie ein Glied in der Kette gefehlt. Und das zu definieren, das ist jetzt gerade das wichtige Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Gut, das ist jetzt alles in erster Linie mal Theorie, ne? Das ist jetzt so von außen betrachtet. Hochinteressant wird es natürlich auch, wenn man mal in die Praxis reingeht, ne? Und guckt, ja, wie läuft denn das jetzt wirklich? Ne? Wie funktioniert denn das jetzt in einem Team? Und den Einblick, den gibt Ihnen jetzt mein Kollege Benjamin Großkurz. Da würde ich mal kurz übergeben. Genau, wie der Sebastian gesagt hat, von der Theorie in die Praxis. Das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Kata bin ich auf einer Führungskräftekonferenz. Unser damaliger Centerleiter hat gesagt, Shopfloor macht ihr alle prima, alles gut, aber um weiterzukommen, operative Exzellenz, wie wäre es denn, wenn wir unsere 1200 Mitarbeiter, deren Wissen wirklich nutzen könnten, um weiterzukommen? Und ich habe da ein faszinierendes Instrument gefunden. Er hat es vorgestellt unter dem Namen Führen mit Zielzuständen. Die MT muss irgendwie mal alles umbenennen. Relativ sperriger Begriff, aber beinhaltet ein Stück weit dieses Thema. Ja, es ist ein Führungsinstrument, soll einen aber auch weiterbringen in Richtung eines Ziels. Das war das Wimmelbild am Anfang. Dann gab es für alle Mitarbeiter eine sogenannte Lean-Basis-Schulung. Das heißt, einfach nochmal durchlaufen, was sind so Verschwendungsarten, auf was kann man denn eigentlich gucken und ein Stück weit sensibilisieren, wie so eine schrittweise Verbesserung tatsächlich auch in der Praxis aussehen kann. Viel mehr wurde aber gar nicht verraten an der Stelle, nur die Führungskräfte, die Manager selber haben dann eine Kata-Kompakt-Schulung bekommen. Ralf hat uns in 2 Tagen Schnellkurs geimpft mit der Kata-Methode und dann wurden wir auch schon in den Kickoffs, in den einzelnen Teams dann auf die Allgemeinheit losgelassen. Ich hatte das Glück, relativ früh starten zu können, das heißt also der Input vom Ralf war noch da und habe versucht, das auch entsprechend mit meinen Mitarbeitern dann in den ersten Themen umzusetzen. Wir sind im Oktober 2017 gestartet, also jetzt ein gutes Jahr her. Das weitere Glück, was ich hatte, war, dass ich dann im Laufe dieses Jahres noch eine Intensivschulung bekommen habe, Kata-Manager-Seminar, nochmal 4x2 Tage und da sind mir doch einige Lichter aufgegangen, muss ich sagen. Also man lernt massiv und was da so passiert ist, das möchte ich auch gerne noch zeigen. Sie wissen, was das ist? Ein Ei, ja, Spiegelei. Nein, aber wofür steht es? Und so ein ähnliches Bild hat der Ralf in dem Kickoff mal an die Wand gemalt. Und genau, mit dem Hintergrund setzt euch entsprechend anspruchsvolle Ziele. Nur dann macht es Spaß, nur dann bringt die Methode etwas. Ne? Also das Thema Komfortzone und Lernzone. Wenn man jetzt über die Lernzone rausgeht, dann kommt die heiße Bratpfanne, das ist dann mehr die Angstzone. An die haben wir uns nicht ganz rangetraut.
Mein Team sind 40 Mitarbeiter. Wir haben so ein bisschen die Eigenheit, wir sind ein bisschen wie eine kleine Firma in der Firma. Machen nicht nur Produkte für unsere Triebwerke, sondern verkaufen gut die Hälfte auch nach außen auf den externen Markt mit eigenem Vertrieb, Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Fertigung. Und unsere Kunden haben uns gespiegelt, es wäre doch schön, wenn wir die Teile ein bisschen früher kriegen. Also tolle Herausforderung für uns, schönes strategisches Ziel, Durchlaufzeithalbierung. Dass das Ganze in der Fertigung funktioniert, war schon relativ verständlich, ne? Sich einen Fertigungsprozess anzugucken, dort an der Beschleunigung zu arbeiten. Aber wie sieht das Thema denn aus im indirekten Bereich, in der Administration? Da war ich wirklich neugierig. Also klappt das, die Cutter auch bei uns im Büroprozess anzuwenden? Und da ist es besonders schön zu sehen, wir haben damals 4 Wochen gebraucht, um einen Auftrag überhaupt für die Fertigung startklar zu kriegen. 4 Wochen administrative Arbeit, bevor wir überhaupt den ersten Span machen. Die Kollegen, die ich dann mit dazugenommen habe als Verbesserer, haben die einzelnen Bereiche repräsentiert, Auftragseinlastung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung. Und die haben sich selber die Ziele dann abgeleitet, haben wir das ja auch gelernt. Und das durchaus anspruchsvoll aus unserer Sicht. Also von 5 Tagen auf einen halben Tag runter für eine Auftragseinlastung, Konstruktion 10 auf 2,5, Arbeitsvorbereitung 5 auf 2. Das war schon deutlich Lernzone für die Kollegen. Jetzt rückblickend nach einem Jahr darf ich sagen, bis auf die Konstruktion haben wir die Ziele schon geknackt. Also es ist doch beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit man da dann tatsächlich vorwärts kommt. Wir haben so nach einem Dreivierteljahr mal ein Review gemacht. Die Sprechblasen, die Sie sehen, sind also tatsächlich Rückmeldungen der Mitarbeiter, der Verbesserer, die an den Themen gearbeitet haben, beziehungsweise auch meine persönliche Sicht. Ganz oben steht, was mir als erstes gespiegelt wird, die Führungskraft wird zum Coach. Also tatsächlich ein direkter Wechsel. Ganz, ganz spürbar gewesen, nicht das Lösung vorgeben, sondern eben das Zuhören und das selber experimentieren und arbeiten lassen. Das Instrument ist als sehr systematisches Vorgehen gesehen worden und als sehr nützlich, um die alltägliche Arbeit zu hinterfragen. Diese ganzen latenten Nervthemen, jedes Mal wieder ärgere ich mich, wenn ich irgendwas in einer bestimmten Art und Weise mache, wo ich schon weiß, dass das nicht gut ist, so wie ich es tue, da wirklich mal ranzugehen und vor allem bis ins kleinste Detail zu hinterfragen, hat sich gezeigt, macht tatsächlich Spaß. Ne? Und die Methode bietet es ja, wie so ein kleines Kind, ganz oft warum zu fragen. Man kennt es selber daheim, nach dem 3., 4. Mal ist man dann langsam genervt, aber der Schlüssel zur Lösung liegt eben leider sehr, sehr tief vergraben. Spürbare Verbesserung, das ist dann eher meine Sicht. Also man sieht ja, es bewegt sich was und es ist auch tatsächlich messbar gewesen in den Zahlen. Zeitnahe Umsetzung aufgrund der kleinen Schritte. Nichtsdestotrotz bedeutet es natürlich eine entsprechende Belastung, die irgendwie in den operativen Ablauf mit eingebunden werden kann. Was mir tatsächlich geholfen hat, ich habe mich auch coachen lassen. Und mein Zielzustand war eben genau dieses Rollout des Themas, führen mit Zielzuständen, wie wir es sagen, bei uns im Team mit allen Schwierigkeiten, die so auftreten, denn so ganz störungsfrei passiert das natürlich nicht. Und das ist mit einer der heilsamsten Erfahrungen dieser Convention hier für mich gewesen, mit Leuten zu reden und zu sagen, okay, du bist nicht allein. Das ist wie mit den Kindern, wo man sagt, mein Kind ist das Allerschlimmste. Wenn man dann mit anderen Eltern mal auf dem Elternabend sich unterhält, dann merkt man, okay, die haben vielleicht ähnliche Probleme und wenn man weiter guckt, sieht man, da gibt es meterweise Bücher drüber. Also insofern, genau. Trotzdem möchte ich 3 Themen mal nennen, wo wir sagen, da sind wir wirklich in Turbulenzen gekommen. Das erste ist das Thema Ist-Analyse, Ist-Modell, dieser Schnellstart, den man dann hinlegt in diesem Kick-Off, ähnlich wie mit Mike gestern. Statistische Basis, mangelhaften, also grobes Ist-Modell,
spätestens nach einem halben Jahr, muss man sagen, dann klappt das nicht mehr. Dann kommt es einfach dazu, zu massiven Ungereimtheiten. Und wir haben uns dann wirklich nochmal viel Zeit genommen, dieses Ist-Modell, die linke Seite vom T-Modell nachzuschärfen, um eine vernünftige Absprungbasis zu haben. Das zweite, Messbarkeit. Ja klar, man Zielzustand muss immer messbar sein. Durchlaufzeit ist prima messbar, dachten wir. Aber jeder Auftrag ist irgendwie anders. Ist auch nicht jeder Auftrag eilig, es hat jeder Auftrag einen anderen Umfang. Was ist jetzt tatsächlich repräsentativ? Und das über die gesamte Strecke dann zu erfassen und zu sagen, hier habe ich wirklich eine Verbesserung oder habe ich die durch diesen neuen Prozess erreicht oder eigentlich nur, weil ich was anderes habe liegen lassen und deswegen beschleunigt habe. Das ist schwierig. Und wir haben uns eher darauf konzentriert, dann die kleinen Teilstrecken zu messen. Also jeder in seinem Abschnitt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal diese eine Tätigkeit an und da kann ich sehr genau sagen, was ich tatsächlich beschleunigt habe. Das dritte, Zielentfaltung, ist mit ein Grund, warum ich gerne hier auf die Convention gekommen bin, um da weiter zu lernen. Ralf hat es uns erklärt, ne? Wertstromanalyse, wunderbar, sequenzieller Ablauf, ich kann meine Ziele raus definieren. Wir haben es nicht hingekriegt. Wir haben überlappende Vorgänge, wir haben parallele Vorgänge, wir haben irgendwelche Sonderschleifen und so diese wirklich 1:1 Zuordnung. Wenn ich etwas an der Schraube in meinem Prozessglied drehe, hat das genau diesen Einfluss auf mein Gesamtziel. Das haben wir bislang noch nicht gepackt. Also der Gesamterfolg, ja, ist da, aber diese tatsächliche 1:1 Verknüpfung, die fehlt. Aber das ist ein nächster Lernschritt, sicherlich. Ich habe einigen so einen Input hier mitgenommen und wir probieren das weiter. Das Bild noch vielleicht kurz, das ist unsere Coaching-Wand, momentan 5 Zielzustände, die wir parallel in der Regel bearbeiten. Wir machen tägliches Coaching, das ist eine Stunde am Tag etwa, die ich dir investiere, um dann eben mit meinen 5 Verbesserern in der täglichen Frequenz auch durch die Themen durchzugehen. Fazit von unserer Seite, sagen, Kata ist ein Führungsinstrument, zum einen und zum anderen eine wirkliche wirksame kontinuierliche Verbesserung, die auch Spaß macht. Dann nochmal Markus natürlich mit seinem Strahlen. Für uns die nächsten Schritte, Sebastian hat es gesagt, Qualität vor Quantität, ein Prozess der Prozessbestätigung zu sagen, sind wir noch on track mit der Methode, nutzen wir da wirklich die Features, die da ganz essentiell sind, wenden wir es richtig an. Das zweite eben die gemeinsame Herausforderung, nicht nur schöner Wohnthemen zu bearbeiten, sondern nach Möglichkeit an den wirklichen strategischen Zielen zu arbeiten. Und das dritte, und das liegt mir so am Herzen, ist die Erweiterung der Kaskade nach oben. Momentan klebt dieses Thema wirklich fest am Shopfloor. Die oberen Ebenen halten es nicht für zwingend erforderlich, sich dieses Instrument auch anzueignen. Und Sebastian und ich haben jetzt viele Ideen mitgenommen, mit Ralf gestern nochmal bis spät in die Nacht diskutiert, wie wir so ein Thema auch wirklich noch in die Hierarchie reinkriegen. Tolle Lernzone. Abschließend die Frage, wie ist das Experiment ausgegangen? Kata bringt die MTU zum Fliegen. Ich glaube, momentan sind wir eher dabei, MTU versucht, Kata zum Fliegen zu kriegen. Aber wir bleiben dran und haben Spaß dabei. Vielen Dank. Okay.